Sonnenklar TV live vor Ort. Das ist das große Thema Insel erleben. Und zwar in Deutschland. Ja, das geht. Wir haben unglaublich schöne Inseln. Und die größte ist Rügen. Da gibt es eine Ortschaft, die liegt so malerisch. Die hat eine so unglaublich schöne Promenade mit Kiefernwald, mit einem endlos erscheinenden, feinsandigen Sandstrand. Da müssen wir einfach hin. Für uns ist unterwegs Björn Kasper. Und er ist heute auf Rügen in Binz. Und hatte eine Familie getroffen. Und ich glaube, er wird uns jetzt vieles davon berichten, wie schön und einzigartig Rügen im Urlaub sein darf. Sonnenklar TV live wieder vor Ort, diesmal aus dem wunderschönen Ostseebad Binz und ich bin auch das erste Mal in Binz und neben mir die Familie Boy im historischen Gewand. Das ist doch nicht Ihre Alltagskluft, oder? Nein, das ist unser Kostüm zur Führung durch das Ostseebad Binz. Ansonsten sind wir normal gekleidet. 30 Jahre Gästeführer in Binz, da gibt es die ein oder andere Geschichte. Und wir stehen hier auf, ich sag mal, ein Wahrzeichen auch von Binz, die Seebrücke. Was hat es mit der Seebrücke auf sich? Ja, Seebrücken sind sozusagen der kulturelle Mittelpunkt eines Seebades. Man geht spazieren auf der Seebrücke, man fährt von der Seebrücke mit dem Schiff und man schaut sich den Ort von der Seeseite her an. Also alles Dinge, die viel Spaß machen. Und das Schöne heutzutage ist eben, es kostet nichts mehr. Früher musste man dafür einen Brückengroschen bezahlen. Jetzt ist die Anreise einfacher geworden als früher, oder? Ja. Früher wurde er ausgebootet, dann die Seebrücke. Jetzt haben wir die modernen Fahrzeuge. Die Züge kommen hier an, ICE-Züge stündlich auch von Stralsund. Die einfachen Züge, die hier ankommen oder mit dem Auto. Alle Möglichkeiten bestehen hier nach oder auf die Insel Rügen bzw. nach Binz zu kommen. Ich bin auch von Berlin gekommen mit dem Bahnhof und dann mit dem ICE, dann mit meinem Köfferchen. Da dachte ich, okay. Und dann bin ich aber in die Straße rein und ich dachte, wo bin ich hier? Also alles schon historisch. Was für den Zuschauer, der Binz noch nicht erlebt hat, was kann ich alles hier erleben? Also Binz hat ja eine lange Historie. Binz selbst ist ja als Ort mal das Fischerdorf 700 Jahre, aber als Seebad erst 135 Jahre. Man traute sich früher nicht ans Wasser, aber dann gab es einen sehr mutigen und dann wurden die weißen Villen hier gebaut. Bis zum Ersten Weltkrieg entstanden so ungefähr 400 Villen, über die wir uns heute noch freuen. Die weißen Dieven, wie wir sagen, die eigentlich verputzte Kästen sind, die in der Vorderfront wunderschön geschmückt sind mit den Balkonen, Lodgien, Türmchen, Erkern. Das ist das, was auch jeden Gast interessiert. Das Weiße soll südliches Flair verbreiten, denn früher fuhr man ja sonst nach Italien, Griechenland und jetzt war man an der Ostsee. Und im Hintergrund sehen wir auch die ganz tolle Strandpromenade. Ja, die Strandpromenade von Binz, ungefähr 3 Kilometer lang. Man hat also einen wunderschönen Blick immer über die Düne auf das Meer. Man hat also auf der einen Seite die weißen Dieven und auf der anderen Seite das Meer. Blick auch noch auf die Kreideküste. Wir haben ja in der Nähe auch den Nationalpark. Also es ist immer ein Spaziergang wert. Das Promenieren gehörte schon in der früheren Zeit ganz wichtig und dann so schick angezogen wie ich. Schick angezogen und dann kann man auch noch schick essen gehen hier. Auf jeden Fall. Ja, früher ging man ja besonders gerne auch in die Cafés. Davon haben wir sehr viel und genug. Auch Gaststätten jeder Art. Groß, klein, großes, kleines Portemonnaie. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ja. Für jeden Geschmack. Was machen Sie am liebsten in Binz? Also wenn Sie mal frei sind, über 100 Führungen im Jahr machen Sie. Können Sie Binz selbst noch genießen? Ja, selbstverständlich. Im Juli und August ist es natürlich ein bisschen eng. Da muss man dann wissen, auf welchem Weg man zu seinem Ziel gelangt. Aber ansonsten ist es sehr angenehm hier. Wir haben ein schönes Klima, wir haben einen ruhigen Ort. Binz hat etwas über 5000 Einwohner. Das ist überschaubar, das Ganze. Wir sind hier in einer freundlichen Umgebung, eine wunderbare Landschaft. Ein ruhiger Ort. Wir haben viele Probleme, die große Kommunen nicht haben wir nicht. Und das ist für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder zum Beispiel ganz wichtig. Und das ist der Grund, warum wir hier sagen, wir bleiben auch hier in Binz. Und die Ersten gehen schon schwimmen, sehe ich gerade. Wir haben 20 Grad. Ja, ich bin ja hier aufgewachsen und wir sind am 1. Mai bei 6,5 Grad Wassertemperatur haben wir angebadet. Mutig. Ja. Kurz zum Schluss noch, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, eine ganz kurze kleine Anekdote für die Zuschauer.
Ja, in der früheren Zeit, als die ersten Gäste kamen, das waren in den 20er Jahren, da gab es ja hier noch keine Unterkünfte und man sprach ja hier Niederdeutsch. Und dann kämen die Luftschnapper hier an und die Stadt und dann wären da die Strandlüppes, die Lobmann Strand hin und her. Und dann gingen die auch noch in das kalte Wasser, dann wären da die Borders. Für die Einheimischen war die Ära vollkommen neu. Und als sie sich dann verabschiedeten und wegfuhren wieder nach Hause, so haben die Einheimischen dann sie sich ein Gutes gewünschte, eine Gesundheit wünschte, haben die Einheimischen gesagt, du kommst nicht mehr, du kriegst aber, wenn er die Schwindsucht und bleibst tot. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören und vielleicht möchten Sie das auch erleben, mit den beiden, mit der Familie Bollmann, eine historische Führung im Binz machen, am Strand liegen und abends schön über die Strandpromenade flanieren. All das können Sie erleben am Ostseebad Binz und alle Infos dazu auf binz.de. Zurück zu euch nach München. Ciao. Charmant und sehr, sehr schön. Danke für die ganzen Informationen. Ich darf noch eins hinzufügen. Ich bin ja so wirklich ein Liebhaber von den deutschen Inseln, also Rügen, Usedom. Wenn Sie Rügen machen, wenn Sie das kennenlernen, und danke an Familie Boy, ich glaube, das ist dann auch wirklich das, was Rügen auszeichnet. Persönlichkeit, weit weg vom Massentourismus, eine unglaublich bezaubernde Umgebung. Machen Sie einmal oder fahren Sie einmal mit dem rasenden Roland. Das ist eine richtig alte Dampflok. Das macht unglaublich viel Spaß für Familien, aber auch für Paare. Rügen ist auf jeden Fall eine Reise wert und vielleicht planen Sie ja diesen Urlaub und den finden Sie sicherlich auch bei uns. Jetzt geht's los, jetzt gehen wir von Rügen in die weite Welt und kommen direkt zu einer anderen Insel, die wahrscheinlich dann auch, wie wir in den letzten Tagen erfahren haben, sehr, sehr interessant ist für Ihren nächsten Urlaub.